Hi Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich weiß, mittlerweile ist gefühlt schon wieder eine Rarität, dass auf diesem Kanal überhaupt irgendein Video kommt. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt gerade mit meiner Uni angefangen habe und es ein bisschen stressig ist, deswegen verzeiht mir. Ich versuche jetzt in Zukunft wieder ein bisschen regelmäßiger hochzuladen. Heute gibt es wieder ein kleines Mini-Review und die Teile stehen sogar schon neben mir. Und zwar habe ich mir Doc Martens für stolze 350 Euro gekauft. Und ob sie ihr Geld wert sind, erfahrt ihr in diesem Video. Für die, die vielleicht nicht wissen, welche Schuhe hier gerade neben mir stehen, vor circa einer Woche kam die neueste Collab zwischen Rick Owens und Doc Martens raus. Und da kamen eben genau zwei Paar Schuhe raus. Dieses Paar, was eben gerade neben mir ist, und noch ein zweites, etwas höheres Paar Doc Martens in so einem Pony Hair. Und wie ihr vielleicht erkennt, habe ich mir eben diese schwarzen Doc Martens gekauft. Und ich finde diese Collab eigentlich ziemlich spannend. Ist ja auch nicht die erste Collab zwischen Doc Martens und Rick Owens. Ich glaube, eigentlich jeder hat wahrscheinlich dieses erste Paar mitbekommen mit diesen Pentagram Laces, was wirklich absolut gehypt wurde. Ich glaube, das kostet mittlerweile über 1000 Euro im Resell, was wirklich überhaupt keinen Sinn macht. Ich meine, das sind ganz normale Doc Martens oder vielleicht Doc Martens mit ein bisschen besserer Qualität, die jetzt über 1000 Euro verkauft werden. Wirklich geisteskrank. Später kamen dann auch noch ein paar andere Doc Martens raus, zum Beispiel dieselben in so einem beigen Rauleder. Und ich glaube, es gab sogar Low-Top-Sneaker. Aber kommen wir jetzt zu dieser Collab. Und zwar kam, wie gesagt, eben dieses schwarze Paar Doc Martens raus, was ihr hier seht, mit diesem Zipper und Fat Laces. Zum Schuh komme ich natürlich noch später ein bisschen genauer. Und eben dieses Paar mit Pony Hair Laces, was stolze, glaube ich, 670 Euro kostet. Und da muss ich wirklich sagen, also 670 Euro für Doc Martens, das ist ja wirklich geisteskrank. Also ich glaube, die Doc Martens sind sogar aus echtem Pony Hair, was es natürlich irgendwie erklärt, warum die Schuhe so teuer sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für 670 Euro, da würde ich mir dann eher einfach irgendwelche Mainline Boots kaufen, weil 670 Euro, das macht wirklich gar keinen Sinn. Nichtsdestotrotz sind diese Boots auch auf keinen Fall günstig. Wie gesagt, 350 Euro habe ich für die Boots bezahlt. Und schauen wir uns die Boots jetzt einmal ein bisschen genauer an, um zu schauen, warum diese Boots überhaupt 350 Euro wert sind. Und für alle, die fragen, wie ich mir diese Boots eigentlich leisten kann, ich kann sie mir nicht leisten. Diese Boots sind viel zu teuer für mich. Aber ich will sie einfach trotzdem nehmen und deswegen verkaufe ich alles, was ich habe, irgendwie, um diese Boots zu kriegen. Ist es eine schlaue Entscheidung? Nein, überhaupt nicht. Gefällt es mir trotzdem und ist es mir wert, so viel Geld für Mode auszugeben? Ja, ich finde es nice. Das erste Detail von den Boots sieht man, glaube ich, auf dieser Perspektive schon ziemlich gut. Und zwar haben beide Boots einen Zipper auf der Seite, was wirklich die Boots so viel praktischer machen. Weil wer schon mehrere Boots besessen hat, weiß, dass es einfach extrem anstrengend ist, in Boots reinzukommen. Und der Zipper vereinfacht es wirklich absolut. Ich muss zum Beispiel sagen, ich habe mir ja vor ein paar Videos die Root Boots angeschaut. Und diese Boots sind zwar absolut nice, aber sie haben eben keinen Zipper und deswegen ist es ziemlich anstrengend, in die Boots reinzukommen. Das ist bei diesen Boots auf keinen Fall der Fall. Man kommt wirklich extrem easy rein und das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das ist jetzt aber auch überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal. Also es gibt sehr viele Doc Martens mit Zippern. Was dann schon eher unique ist an den Boots, sind auf jeden Fall diese Laces. Rick Owens hat ja in letzter Zeit sehr oft diese Fat Laces verwendet. Das hat man ja auch in den ganzen letzten Kollektionen gesehen, dass er eigentlich fast auf jedem Schuhmodell mittlerweile eben diese etwas dickeren, breiteren Laces verwendet. Und mir persönlich gefällt es wirklich sehr gut und ich finde es vor allem bei Boots ist einfach eine coole Optik. Man sieht hier auch nochmal, dass die Laces so lang sind, dass sie quasi um den Boot herumgehen. Das war ja auch schon bei der ersten Collab mit Rick Owens und Doc Martens so, dass eben die Laces eben auch noch so rundherum gebunden werden können. Aber im Gegensatz zur ersten Kollektion sind die Laces auf jeden Fall ein bisschen dicker und fühlen sich auch ziemlich nice an. By the way, zu den Laces, wenn ich schon dabei bin, es kommen bei dem Boot nur diese grau-beigen Laces dazu, sonst keine schwarzen, keine dunkelgrauen, nur diese Laces sind bei diesen 350 Euro Boots dabei. Das nächste Detail bei den Boots, was die Schuhe ein bisschen von ganz normalen Doc Martens abhebt, ist diese fette Sohle. Die Sohle ist nämlich wahrscheinlich fast 5 cm hoch und ist wirklich extrem fett. Also
Ich bin mit den Boots, glaube ich, 1,90 groß. Also die Sohle ist schon sehr ordentlich und ist auch ziemlich schwer. Und ich weiß, es gibt auch die Doc Martens Specs, die haben auch so eine fette Sohle. Hier muss ich aber sagen, dass ich mit meiner Schuhgröße 46 gibt es die Doc Martens Specs gar nicht in dieser Größe. Und deswegen finde ich schon ziemlich nice, dass ich eben bei diesen Doc Martens so eine fette Sohle habe, weil mir diese Optik wirklich sehr gut gefällt. Vor allem, wenn man etwas längere Hosen hat, ist es wirklich sehr praktisch, wenn die Schuhe eben auch ein bisschen höher sind, damit die Hose nicht komplett am Boden schleift. Die Schuhe haben, by the way, das ganz normale orange-gelberne Stitching. Also das Stitching ist nicht irgendwie schwarz und auch nicht doppelt. Stört mich jetzt nicht so unbedingt. Ich habe schon einige gehört, die gesagt haben, es wäre deutlich nicer, wenn das Stitching komplett schwarz wäre. Ich persönlich finde aber, dass es zu dieser Collab einfach sehr gut passt, weil ich meine, das Doc Martens Stitching ist halt einfach Gold. Und wäre es jetzt einfach ganz schwarz, dann würde es eher so ausschauen wie irgendwelche Rick Boots. Und deswegen finde ich, passt schon ganz gut, wenn eben auch dieses goldene Stitching dabei ist. Kommen wir jetzt eigentlich schon zu dem letzten Detail von den Boots, weil so speziell sind die Boots eigentlich gar nicht. Und zwar diese Zunge. Ihr seht es vielleicht schon, dass die Zunge wirklich deutlich länger ist als bei ganz normalen Boots und auch einfach extrem von den Boots absteht. Und das ist ja auf jeden Fall ein ziemliches Merkmal von Rick Owens. Bei vielen Modellen von Rick ist die Zunge eben länger, zum Beispiel bei den Geobaskets. Ich glaube sogar bei einigen Ramones und eigentlich bei fast jeder Collab, also auch bei diesen Converse Rick Owens, die ich habe, ist auch die Zunge länger und deswegen finde ich, passt das auch ziemlich gut dazu. Und eine Sache ist auch extrem praktisch, wenn die Zunge eben ein bisschen länger ist, weil dadurch, dass man hinten eben dieses Pull-Tag hat und vorne die höhere Zunge, kann man Hosen zum Beispiel ziemlich gut auf dem Schuh stacken lassen. Und das ist wirklich extrem praktisch, weil man so verschiedene Silhouetten ziemlich leicht erreichen kann. Weil es ist schon teilweise schwierig, in so Boots die ganze Hose reinzustecken und da hilft so eine höhere Zunge wirklich extrem. Ist ja auch bei den Bottega Boots oder zum Beispiel bei den Root Boots ist eben auch vorne die Zunge und hinten das Tag ein bisschen länger, damit man eben die Hose drauf stacken lassen kann. Und das, finde ich, hebt diese Schuhe auch von ganz normalen Doc Martens ab. By the way, wenn euch gerade das Video gefällt, lasst gerne ein Like oder Abo da. Das würde mich wirklich sehr unterstützen. Stimmt, eine Kleinigkeit ist mir auch noch aufgefallen. Die fällt jetzt gar nicht mal so auf, weil diese Laces wirklich extrem fett sind. Ist, dass diese Ösen für die Schnürsenkel eben so, ja, so silbern, metallisch sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Metall ist. Schaut aber auch ganz nice aus. Macht jetzt aber auch keinen riesen Unterschied. Kommen wir jetzt aber wahrscheinlich zum interessantesten Part, und zwar der Qualität. Wenn man schon 350 Euro für Doc Martens ausgibt, erwartet man meiner Meinung nach schon, dass die Boots ein bisschen eine bessere Qualität haben als stinknormale Doc Martens. Und da muss ich gleich einmal sagen, ich finde es eine absolute Frechheit, dass diese Boots in Vietnam produziert werden. Also zur Qualität selber komme ich noch mal ein bisschen später, aber ich finde es einfach ein Witz. Ich meine, 350 Euro für Boots auszugeben, dass die dann einfach in Vietnam produziert sind. Ich meine, also, come on, also das finde ich schon sehr schade. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass die Qualität schon sehr gut ist. Also, ich meine, das Produktionsland sagt ja jetzt nicht per se etwas über die Qualität aus. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Arbeitsbedingungen in Vietnam eher ein bisschen kritischer sind, als wäre es jetzt in Portugal oder weiß nicht wo produziert worden. Das Leder von den Boots ist auf jeden Fall viel weicher und auch viel angenehmer als das Leder von ganz normalen Docs. Ich glaube, jeder, der schon mal Doc Martens besessen hat, weiß, wie fucking unbequem diese Schuhe vor allem am Anfang sind. Natürlich, wenn man die Schuhe einträgt, bessert sich das auch mit der Zeit. Aber diese Boots sind auf jeden Fall von Anfang an eigentlich ziemlich angenehm und vor allem auch durch den Zipper kann man sie jetzt gut anziehen. Also ich bin mir sicher, dass ich diese Boots wirklich sehr oft tragen werde, weil das Leder und die Boots an sich ziemlich angenehm sind und meiner Meinung nach sich auch alles ziemlich hochwertig anfühlt. Der Rest vom Schuh, die Sohle und die sonstigen Sachen, sind ganz normale Doc Martens. Also man muss sich jetzt da nichts Krasses vorstellen. Ich meine, das sind doch immer Doc Martens, die Sohle ist genau dasselbe. Das Leder ist meiner Meinung nach ein bisschen besser, zumindest als bei diesen ganz normalen Docs. Dieser Zipper ist, glaube ich, auch YKK, funktioniert also ziemlich gut, ist jetzt aber auch nothing special. Ist also meiner Meinung nach eindeutig klar und das muss einem auch bewusst sein, dass man hier das Geld vor allem für die Marke zahlt
Und ich finde es auch eigentlich ziemlich fair. Ich meine, für 350 Euro bekommt man eben Boots von Rick Owens. Und wenn man sich Boots von Rick Owens kaufen will, ist man ganz schnell mal bei 1000 Euro. Und da wirken 350 Euro schon fast wie ein Steal. Und deswegen finde ich es overall gar nicht mal so absurd, jetzt ein bisschen mehr auszugeben, weil ich meine, man zahlt einfach für die Marke und man bekommt jetzt auch kein schlechtes Produkt dafür. Kommen wir jetzt zum Punkt vom Video, was für alle interessant sein wird, die sich überlegt haben, diese Boots zu kaufen. Und zwar, wie fallen diese Boots überhaupt aus? Wie ist das Sizing und so weiter? Ich habe mir in diesem Boot eine Größe 46 genommen, also eine 12 US und 11 UK. Und meiner Meinung nach passen diese Boots wirklich perfekt. Heißt, ich habe eigentlich meine ganz normale Größe genommen. Meiner Meinung nach fallen sie genau gleich aus wie ganz normale Doc Martens. Also wenn man in, glaube ich, 1460 heißt das Modell, wenn man in diesen Boots eine Größe, weiß nicht, 44 trägt, müsste eine Größe 44 bei diesen Boots eigentlich perfekt passen. Wer jetzt keine Doc Martens zu Hause hat, meiner Meinung nach fallen die ziemlich ähnlich aus wie jetzt zum Beispiel Air Force One. Also in Air Force One trage ich auch eine 46 und in diesen Boots passt eine 46 auch sehr gut. Natürlich für die, die jetzt noch nie Boots getragen haben, Boots sind meistens an der Spitze, also vorne, ein bisschen lockerer, also ein bisschen luftiger. Heißt, wen das stört, kann sicher auch eine halbe Größe runtergehen. Aber ich würde jetzt nicht eine ganze Größe oder so runtergehen. Also an sich fallen diese Schuhe schon ziemlich true to size aus. Noch kurz vorm Ende möchte ich noch ein bisschen über das Packaging sprechen. Und zwar bekommt man auch diese klassische Rick Owens Tote Bag dazu. Ich glaube zumindest, wenn man bei Rick Owens selber bestellt. Ich glaube, wenn man bei Doc Martens die Boots bestellt hat, ist diese Tote Bag nicht dabei. Finde ich aber sehr nice, also die ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Das Problem ist, dass sie wirklich extrem fett ist. Also ich versuche sie mal irgendwie aufzuklappen. Kompletter Struggle. Ja, die Tote Bag ist auf jeden Fall nicht sehr klein. Und die Größe finde ich auch ein bisschen schwierig. Also ich weiß jetzt nicht, wann ich so eine fette Tote Bag brauche, aber weiß nicht, fürs Einkaufen oder sowas ist diese Bag auf jeden Fall nice. Und die Boots kommen auch an sich in so einem ganz normalen Schuhkarton. Ich hole ihn vielleicht für euch einmal raus. So schaut der Schuhkarton aus. Heißt ganz normaler Doc Martens Schuhkarton. Nur, dass halt eben noch Rick Owens drunter steht. Also jetzt nothing special. Aber wie findet ihr die Boots? Würdet ihr 350 Euro oder sogar jetzt den Resale-Preis für diese Boots bezahlen? Habt ihr euch die Boots auch gekauft? Seid ihr zufrieden damit? Schreibt es gerne in die Kommentare und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao! Es ist schon eigentlich absurd, dass ich mir einfach Boots für 350 Euro kaufe und mir irgendwie schön rede, dass es wert ist. Als ob 350 Euro für Doc Martens wert ist.